Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part, das gelobte Land. So langsam nimmt dieses Land hier wirklich Formen an. Wir haben im letzten Part eine Schule aufgebaut und lernen da jetzt fleißig. Sollen wir die Zuckerfabrik upgraden, das Schiff natürlich auch. Oh, wir haben die 500 Forschungspunkte erreicht. Wir können uns dann auch ums Schiff kümmern. Dann soll eine Hängebrücke gebaut werden. Da sind wir gerade dabei mit den Leuten ausbilden. Ach ja, der soll ja auch noch, genau, der soll ja in die Schule. Ich wollte mich jetzt mal kurz umgucken wegen der Zuckerfabrik hier. Er stellt ja schon Sachen her, oder? Ja, produziert Zucker, okay. Was brauchen wir denn, um die abzugraden, die Zuckerfabrik? Wo ist sie denn überhaupt? Da, ne? Das ist die Zuckerfabrik. Okay, produziert Zucker und Süßigkeiten. Das Industrie Level 3 bräuchten wir, um die auszubauen. Jo, also ich kann alles, aber nicht alles gleichzeitig, ihr Lieben, ne? Gut. Also das wird noch ein bisschen dauern, würde ich sagen. Das kam ja auch gerade als ganz am Schluss. Wir kümmern uns jetzt mal, denke ich, um was kümmern wir uns? Ich zeige euch mal kurz hier unser Häuschen. Komplett. Das erste ist voll. Da geht also auch nichts mehr. Komplett ausgebaut. Das schließen wir mal. Ich lasse die Leute hier noch... Das sind nur die beiden, ne? Oder wer forscht da sonst noch? Wir brauchen mal wieder jemanden, der Lebensmittel macht. Ganz ehrlich. Produziert Zucker. Komm mal her. Du hast genug produziert. Geh mal was essen. Und ich würde sagen, wir müssen uns mal wieder mehr um die Aufteilung kümmern hier. Das ist so blöd momentan. Was machen die denn alles? Sie kocht. Okay, das muss sie ja auch, damit was zu essen da ist. Sie baut Erz ab, er baut Stein ab, er isst gerade. Sie tut nichts. Tut nichts, finde ich nicht gut. Du kannst dann mal Lebensmittel sammeln. Wo bist denn? Sarah, hast du schon gelernt? Halt. Schnapp. Dann geh du mal bitte Lebensmittel sammeln. Mhm. Gut, und was machst du? Lehrtarbeiter. Ist sie denn schon Farmerin? Ja, tatsächlich. Okay. Wie lange brauchst du denn noch? Ich glaube, du bist fertig, oder? Ja, vor allem macht das, glaube ich, nicht viel Sinn. Du kannst mal... geh mal angeln. Komm. Ich habe hier, glaube ich, gerade keinen drin sitzen. Ja, ja, das Tutorial. So, ich war gerade dabei, ein bisschen unsere Leute aufzuteilen. So. Also, wieder zurück. Sie kocht, baut Erz, ist hungrig, ja. Produziert Zucker. Wieso produzierst du Zucker? Hatte ich zwei Leute in der Zuckerfabrik? Wo ist er denn? Der sollte doch, kein Zucker produzieren hier. Halt, wow. Schnapp. Warte mal. Wo will ich denn mit dir hin? Wir brauchen wieder ein paar Lebensmittel. Sammel mal ein paar Lebensmittel. So, pack das da. Ich brauche erstmal einen Überblick. Das ist hier ein bisschen dumm gemacht, mal ganz ehrlich. Hungrig, Herzsteine, Lebensmittel, Lebensmittel forscht. Holz, okay, im Holz haben wir jemanden. Ja, der müsste mal was essen, okay. Bewässert oben. Er ist hungrig. Oh. Produziert Werkzeug, angelt Fische und forscht. Was machst du eigentlich gerade? Ist hungrig. Ja, dann ess mal was. Und dann sagst du mir bitte, was du dann machen willst. Wenn du alles aufgegessen hast. Was willst du jetzt? Baut Steine ab. Okay, das ist in Ordnung. Ja, wir brauchen nämlich mal hier echt ein paar Leute. Angeln haben wir, forschen haben wir, die ist auch müde. Erz haben wir, Steine. Haben wir jetzt zwei Leute bei den Steinen? Das ist Frederik. Macht einer Holz?
Er ist hungrig. Toll. Steine. Wir haben zwei Leute bei den Steinen, aber keinen bei Holz. Okay. Moment. Wer war... Hä? Was? Ein Schiff? Wie? Nee, ich will nicht ein Schiff. Nein. Och, geh fort. Sorry, hier. So, er mag Seide sammeln. Und unser Frederik, wo ist der hier? Och, ja, doch. Hier. Holzhacken. Gut. Dich tun wir zum Holzhacken tun. Wo bist denn? Frederik? Frederik, da kommt er. Mit den Steinen anmarschiert. Sehr schön. Gib die ab und dann... Wir brauchen auch mal wieder jemanden zum Holzhacken. Ja. Ich muss das mal langsam auswendig lernen. Ach, da ist ja noch einer. Uiuiuiui. Unglücklicherweise sind die Preise für einige Produkte gefallen und wir haben die Gelegenheit verpasst, sie mit großem Profit zu verkaufen. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen großen Zahltag zu verpassen. Ja, so ein Pech. Aber wir haben doch verkauft. Meine Güte, meckert doch nicht so viel. Gut. Ah. Hm? So, wir machen jetzt das nächste, nämlich hier Siegeln. Das kostet 500. Wir haben alles. Wir erforschen das mal. Und dann können wir nämlich... Haben wir das jetzt nicht gemacht? Doch, hier. Erforschen. So. Eben hatte ich scheinbar nicht richtig drauf gedrückt. Dachte schon. So. Jetzt können wir nämlich unser Schiff upgraden. Wo ist unser schönes Schiff? Da. Das Ganze kostet uns... Oh, 500 Gold. Egal. Machen wir mal. Ausbauen. So, jetzt haben wir nur noch 63 Gold. Heißt, wir müssen auch dringend... Wow, guckt es euch an. Wir haben ein schönes Schiffchen. Dafür kriegen wir auch wieder 300 Edge. Mein Hut bleibt wohl auf meinem Kopf. Unser Schiff ist jetzt so schnell wie der Wind und kann noch mehr Waren transportieren. Ja, genau. Das war nämlich wichtig. Mehr Waren. Die Farmer ausbilden, ja. Aber dafür brauchen wir Ungelernte. Das heißt, wir bräuchten jetzt Leute, die hier... Wo ist es denn? Wo ist... Ah, da. Hier unser nächstes Häuschen aufbauen. So, ich habe ganz viele Leute bei den... Ja, das reicht mit den Lebensmitteln. Steine werden gebaut. Ich gucke nochmal durch. Also Frederik fällt Holz. Sammelt Lebensmittel, forscht, fällt Holz. Nummer 2. Baut Steine, Werkzeuge, angelt Fische. Ja, da können wir auch gleich mal wieder aufhören. Sie forscht und kocht. Okay. Es gibt nur eine, die Eisenerz abbaut und die braucht mal Unterhaltung. Komm mal hierher, du. Du kannst dich gleich mal mit einem unterhalten. Dass die sich so ähnlich sehen, finde ich doof. Schlechtes Wetter hat zu einem Mangel an Getreide. Ja, Nahrungsmittel will ich jetzt aber nicht verkaufen. Tut mir leid. Auch wenn das, oder naja, wenn nur ein bisschen. Ich habe gerade was anderes vor. So, halt. Mhm. Du brauchst mal, jemanden zum Babbeln. Hier, babbelt mal eine Runde. So. Er fällt Holz. Der sammelt Lebensmittel. Haben wir jetzt nicht zwei Leute, die Lebensmittel sammeln? Okay, du kommst mal kurz mit. Gib das ab und dann... Hopp. Da. Geh mal bitte bauen. Zack. So, und während du am Bauen bist, gehen wir mal gucken, was wir verkaufen können. Okay, da gibt es wieder ein bisschen was. Schmeißen wir mal runter. Neue Leute einkaufen bringt allerdings erst dann was, wenn wir wieder Platz für die Leute haben. Das heißt, wir werden jetzt erstmal weiter bauen. Und dann gucken wir mal. Mhm. Was ist das eigentlich? Eisenerz. Wieso haben wir immer nur so wenig?
Okay, sende das mal. Gut. Jetzt unterhält er sich. Okay, ja, von mir aus. Sie ist hungrig. Was machst du eigentlich gerade? Okay, geht essen. Forscht. Feld Holz. Einer noch. Ja, oberes Feld Steine. Okay. Ja, wenn die alle hungrig sind, sieht man halt gerade nicht, was sie machen, ne? Okay, komm, dann hör mal auf zu fischen. Nee, ist okay. Ja. Du hast genug gefischt, halt. Dann geh hier mal was essen. Ja, und dann müsste sich hier auch mal wieder einer kümmern, glaube ich. Zwei haben wir jetzt beim Holz. Okay. Wie viele sitzen hier? Zwei machen da. Sie ist ganz allein in ihrer Eisenmine zugange und hier produziert gerade... Doch, irgendwer ist am Arbeiten. Okay. Angelt Fische? Nee, 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 nee. So, wo wollte ich dich denn mal hinpacken? Wie wäre es denn mal hier? Wobei, nee, Quatsch. Eigentlich solltest du da beim Bauen helfen. Na egal. Produziert Werkzeug, das ist wichtig. Wer angelt denn da noch dauernd Fisch? Also, sag mal. Ich schmeiß euch hier hin und her und da. Helf mal damit. Unterhält sich, kocht, Erz, fällt Holz. Hat auch gleich wieder Hunger, der macht da auch weiter. Lebensmittel. Sie unterhält sich, fällt Holz. Haben wir jetzt noch einen am Stein? Erntet unteres Feld. Okay. Ja, die beiden bauen jetzt erstmal, genau. Er braucht... komm, du solltest mal was essen dann. Halt. Genau. Geh mal was essen. So. Holz brauchen wir aber halt auch sehr viel, weil wir so viel bauen. Gut, Stein, da ist im Moment keiner am Arbeiten, nee. Wen haben wir denn da? Jenny und Claudia. Ah, mal gucken. Jenny und Claudia. Claudia, hier? Mag Nahrung sammeln. Okay, und Jenny? Wo ist Jenny? Hier. Holz hacken. Du könntest aber auch genauso gut mal Steine abbauen. Süße. Hier geht's gerade einigermaßen. Ja, du darfst mal hier hin, in den Steinbruch. So. Weil wir müssen ja auch dann demnächst wieder eine Hängebrücke bauen. So, apropos, ich würde gerne mal, ich hatte ja erwähnt im vorletzten Part oder wann das war, dass wir einen Kampf ausführen sollten, wo ja nicht geklappt hat. Ich will das nochmal zeigen mit dem Kämpfen und vielleicht kriegen wir ja dann auch wieder eine schöne Belohnung. Und ja, ne, eine neue Kanone, da gab es das, ne, hatten wir und da haben wir 5 Sterne und hier auch 5 Sterne. Ich will das mal wiederholen, die Sachen. Damit ihr das mal seht. Also wenigstens hier den letzten vielleicht mal, ne? Können wir denn nochmal wiederholen? Uhu. Warum geht das jetzt nicht? Warum geht das jetzt nicht? Dieses Menü erlaubt eine Mission, ja, aber... Okay. Also, dann wollen wir mal gucken, ne? So. Rums. Einmal, naja, gut. War jetzt nicht so doll. Wir machen das einfach mal so. Komm, bring das ins Wackeln und schmeiß den anderen auch noch um.
Bitte, warum fällt der jetzt nicht? Och, Manu. Okay, müssen wir den auch noch mal ein bisschen höher? Batsch, genau. Am Kopf getroffen. Juhu! Gut, das war das Erste. Da haben wir jetzt noch mal ein bisschen Geld gekriegt. Ist ja jetzt egal, wenn, so, hier, die da, ne? Oder war das das eben? Oh, keine Ahnung. Probieren wir es einfach mal. Das ist doof, wenn das so stehen bleibt, ey. Das ist... Ja, gut, noch ein bisschen höher hier. Hopp. Rums. Schmeiß den anderen auch noch um, komm. Ey, das ist aber stabil gebaut. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen voller angreifen. Zacki. Rums. Auf jetzt und auf das andere drauf. Fallen gefälligst. Also das letzte Mal habe ich das besser hingekriegt. Warum klappt das nicht? So, und das war ja das Problem. Es hing und im Notfall kann ich nämlich auch ziehen. So, also jetzt mal richtig in die Kaffum, in die Vollen hier, damit das mal da oben landet. Und bitte der ihr auch noch einen Kopf. Genau, und tschüssi. Jawohl, dankeschön. Das gab 30. Und jetzt wollen wir natürlich das hier noch machen. Das wiederholen wir auch nochmal. So kriegen wir nämlich auch ein bisschen Geld. So. Da fange ich mal hier vorne bei denen an. Mal gucken. So. Jo, schmeiß die bloß auch noch aus dem Boot, ey. Jetzt liegt da das Ding. Und solange das da liegt, müssen wir jetzt warten, bis das ins Wasser fällt. Oder wir ziehen einfach und machen schon mal weiter. Weil ich habe keine Lust zu warten. Boing. Oh, das war eine schöne Kettenreaktion. Bloß leider, der Pirat steht noch. Das ist ein bisschen dumm. Oh, kurz davor, egal. Wir machen erstmal was anderes. Ja, was ist das? Dotzt das an und dann war es das schon. Das bringt ja gar nichts. Ich habe nicht mehr viele Kanonenkugeln. Oh, nur noch zwei, um es genau zu sagen. Okay, aber hopp. Höher, höher. Hör mal. Irgendwie ist das gerade nicht meins. Okay, gut. Versuchen wir erstmal hier diesen komischen Piraten da noch aus dem Ding zu jagen. Nö, so nicht. Okay, das wird nix. Alliop. Juhu. Wenigstens die da hinten werden noch getroffen. Aber leider, leider, leider haben wir diesmal verloren. Okay, aber ihr habt es zumindest mal gesehen. Ich schließe das jetzt mal. Oder wollen wir das? Nee. Der behält aber wenigstens die Sterne, die ich da schon erspielt habe. Und wir haben auch wieder ein bisschen mehr Geld als insofern. Gut, was machst denn du gerade? Du hast nichts zu tun. Das gibt's ja mal gar nicht. Leute, die hier nichts zu tun haben. Ach so, ihr wart mit dem Bauen dran. Ach so, ja. Gut, okay. Dann... Ja, der ist auch gut drauf. Gut, dann brauchen wir mal wieder Wald oder... Nee, komm, du gehst mal hier mitarbeiten. Feldholz, forscht, isst, sät am unteren Feld, baut Werkzeuge, tut nichts und baut Steine ab. Wir haben gerade nur einen... Ne, zwei machen Holz. Und du hast gerade irgendwie nichts zu tun. Dann könntest du mal wieder Lebensmittel sammeln, glaube ich. Das schadet nichts. Kann man immer gut gebrauchen. So, wie sieht's aus? Wir hätten hier noch die Hängebrücke, um da was zu bauen. Hängebrücke. Dazu brauchen wir was? 20 Holznägel brauchen wir und dieses Seilzeugs. Mhm, okay. Gut, dann gucken wir mal. Sie ist am Essen.
Jenny, komm mal her. Die hat gerade gegessen. Ja, die Preise, ja. Jenny, Jenny. Ah, komm noch mal her jetzt. Manchmal habe ich echt Probleme damit, meine Leutchen hier zu schnappen. Ja, fäll mal Holz. Sorry. Weil ich würde sagen, als nächstes gehen wir dann die Hängebrücke in Angriff nehmen, damit wir darüber kommen. Wir haben... Ach ja, wir haben ja genau. Wir haben ja jetzt auch... juhu! Gute Nachrichten. Wir haben die hohen Preise genutzt und einige Produkte verkauft. Wir haben Profit gemacht. Ich liebe es. Ja, ich auch. Wir haben ja jetzt das Häuschen. Das heißt, wir können auch wieder Kolonisten einkaufen. Hier steht es auch, von 12 auf 15 können wir erhöhen. Das werden wir auch machen. Und dann holen wir uns lauter Ungelernte. Die lassen wir dann erstmal in der Schule ausbilden. Damit die auch nicht so ungelernt bleiben. Aber vorher brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Holz. Weil wir für die Hängebrücke Holz brauchen. So, ist denn noch irgendwer am Forschen oder sowas? Sie kocht, baut Erz ab, fällt Holz, baut Steine ab, sammelt Lebensmittel, fällt Holz, ja, sehr gut, sie forscht, eine nur noch, sät im oberen Feld, bewässert das untere Feld und macht Werkzeug. Werkzeug ist wichtig. Nee, wobei, wir bräuchten jetzt mal wieder Nägel. Hm, komm mal her. Süßer. Ey, hallo. Ich habe echt ein Problem damit, euch zu schnappen. Geh mal was essen. Und wenn du dann fertig gegessen hast, darfst du Nägel produzieren. Ich glaube, für das Dingsbums brauchen wir wieder mehr Nägel. Wie viele haben wir denn jetzt? Wie viele? Ja, gut. Mach dann einfach mal wieder Nägel. Glaube ich. Wie viel haben wir denn jetzt? Ich bin ganz überfragt momentan. Moment, wir haben 21 Werkzeug und 22 Nägel. Okay, das geht ja. Vielleicht könnte man auch irgendwas mit Maschinen. Was machen Maschinen eigentlich? Weiß ich nicht. Hm. Na gut. Aber auf jeden Fall brauchen wir, glaube ich, an der Hängebrücke Nägel, ne? Wenn das halten soll. Ja. 10 Stück. Wegen. Gut. Lebensmittel, ja, oh Gott. Es wurden in den letzten Monaten sehr viele Schiffe gebaut, sodass die Werften ihre Holzvorräte aufgebraucht haben. Gut, der Preis von Holz steigt. Das heißt, wer ist gerade am Steine machen? Baut Steine. Gut, du gehst dann erstmal essen. Hopp. Genau. Ess was und dann darfst du Holz fällen. Was machst du? Lebensmittel, okay. Halt! Nein! Du gehst jetzt bitte auch mal kurz Holz fällen. Ja. Steine haben wir gerade mal genug und wir brauchen für die Dings nämlich mehr Holz. So. Thomas isst. Und wenn der gegessen hat, das kann nicht mehr lange dauern, dann darf er nämlich anfangen, die Brücke zu bauen. Dass wir da mal rüberkommen. Hehe. Sehr schön, gell? Kannst du bauen. So. Das finde ich gut. Was ist das da eigentlich? Oh, was ist jetzt? Nee, jetzt ist er krank. Och, gut. Komm her, du. Oh, jetzt haben wir einen kranken Arbeiter. Das ist ja auch nichts hier. Geh ins Krankenhaus. Medizin essen. Ja, dann muss ich mir natürlich jemand anderen suchen, weil wenn du krank bist, das bringt nichts. Barbara könnte auch mal wieder was anderes machen, hä? Ihm geht's gut. Ei, komm. Dann... es tut mir leid, jetzt muss ich dich schon wieder schnappen. Ach ja.
Da. So. Gut. Wir haben 199 Wissenspunkte, Forschungspunkte, das ist gut. 200. Ich würde sagen, du kannst auch mal kurz zum Forschen aufhören. Oh, 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 nee, halt. Geh mal was essen. So. Oder unterhalte dich. Ja, geht auch. Und dann gehst du was essen. Wie geht's ihm? Mhm. Wie fleißig die alle sind. Ist das nicht toll, Leute? Ja, was machst du jetzt, Feldholz? Okay, halt mal. Stopp. Du kannst gleich wieder fällen. Ach, jetzt haben wir schon zwei, die da arbeiten. Okay, gut, 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 gut. Wenn schon zwei da sitzen, dann ist es in Ordnung. Dann mach hier weiter. Ich war ja eigentlich auch gerade hier bei... Wo ist Claudia? Ey, Claudia. Halt. Da. Die sollte doch was essen. Schön, dass du dich unterhalten hast, aber eigentlich hättest du was essen sollen. Entschuldigung. So, wir haben, wie gesagt, Leute, Platz meine ich. So, mal gucken. Wir können Holz gut verkaufen, deswegen machen wir gerade so viel. $25 werden wir jetzt mal ganz frech verkaufen. Ich hoffe, das geht gut. So, haben wir noch was anderes, was wir verkaufen können? Ja, hier haben wir noch so ein Gold-Dingsbums. Zack, weg damit. Ansonsten... Ja, den Rest würde ich gerne behalten. Aber ich möchte gerne auch mal zwei Leute einstellen. Direkt. Hm? So, reicht das vom Geld her? Das sind 225 Gold. Oh, das wird eng. Für das Holz bekommen wir 200 Gold. Und 80 Gold für das Dings, das sind 280. Die kostet zusammen 400 paar zerquetschte. Also wir haben dann noch Gold übrig. Ja, das ist wichtig. Und Abmarsch. Hm. Weil wir brauchen Leute. Ihr seht's, wir kommen hier nicht vorwärts. Wir brauchen dringend Leute. Ja. So, und ich glaube, huch. Hilfe, Hilfe. Ich glaube, der Part ist dann eigentlich damit auch mal wieder beendet. Und wir werden in der nächsten Folge schauen, wie es mit unseren neuen eingekauften Kolonisten weitergeht. Die werden wir dann direkt in die Schule packen, dass sie was lernen. Ja, und dann hoffe ich, dass wir hier weiter so schön vorankommen, wie wir das momentan auch tun. Es passiert ja so einiges, ne? Wir forschen brav und bauen aus und ja... Also insofern, denke, das klappt dann. Und bis dahin wünsche ich euch noch was. Macht's gut. Ciao.